Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play DTM Race Driver 3. Das letzte Mal haben wir uns durch Hockenheim Platz 3 durch Strafe und Zandvoort Platz 1 gekämpft. Steht es punktegleich an der Meisterschaftsspitze mit Gary Paffett und es geht in die letzten beiden Rennen praktisch in den Showdown. Jetzt geht es darum für mich etwas auf Gary Paffett herauszuholen, weil Lausitz wird schwer für mich. Wenn alles normal läuft, wird die Lausitz schwer für mich. Teamkollege vor uns. Der hinter uns kommt da nicht vorbei. Auch zwei Teamkollegen hier. Anscheinend. Aber das gleiche Auto. Da ist wieder gut gestartet. Der junge Gebrauchtwagen haben uns geholt und hier ist die Meisterschaft. Spitze. Gary Paffett wird hier ein bisschen aufgehalten von Schneider und Ekström. Und wir holen uns beide an. Ja, durch die Kurzanbindung einen geholt. Der zweite hat sich dann doch nochmal überlegt, der schlüpft sich durch. Weil meine Schaltvorgänge wieder manchmal perfekt werden. Weil immer wenn ich rede, schalte ich schlecht. Also normalerweise schalte ich viel besser, ja. Glaub nicht, dass ich so voll der Schalten-Noob bin irgendwie. Aber wenn man redet, hört man das oft gar nicht. Oh, Entschuldigung, da muss ich jetzt abkürzen, weil ich die Kurve nicht bekomme. Also beziehungsweise sonst wäre ich extrem reingefahren. Jetzt extrem an der Spitze mit mir. So hätte ich schon mal nichts dagegen, über das Ziel zu fahren. Also, so bin ich schon happy. Meisterschaftsdritte zwischen mir und dem Meisterschaftsersten. Aber so nicht. Doch. Ich hätte jetzt nur extrem nicht ausbremsen dürfen. Weil der ist ja extrem wichtig für uns eigentlich. Weil der darf auf keinen Fall, da darf Perfect auf keinen Fall an Extrem vorbei. Extrem ist ja praktisch eigentlich mein Backup. Der mich so ein bisschen, der mich und Perfect trennt, neben Schneider natürlich. Okay, jetzt fahre ich halbwegs sauber. Extrem ist Aussicht noch einmal hinter uns. Schneider aber dran, oder ist der da gar nicht mehr dabei? Alter, ich selber Flasche nervt mich gerade die Hölle. Aber immer, die Flasche steht halt am Tisch. Oder ist es die Dose? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, immer wenn vor Speedback mein Lenkrad angeht, vibriert der Tisch natürlich ganz leicht. Und das nervt gerade übelst. Also, nicht das Vibrieren, sondern ist dann die Flasche irgendwelche komischen Geräusche von sich. Auf der nächsten Rand könnte ich... Okay, vielleicht soll ich mich nicht auf die Flasche konzentrieren, sondern aufs Rennen. Okay, jetzt haben wir ein Thema für diese Folge, die Flasche. Das ist eine leere Waffe, die ich jetzt gerade nach unten gestellt habe. Oh, richtig stark. Richtig stark. Auf dem Weg in die Kurzanbindung hier rein. Die Flasche runtergestellt. Das ist natürlich die Kurzanbindung. Da unten, wo ich gerade so die Kurve gefahren bin, wo ich auch Paffett und auch noch Schneider versucht habe zu überholen, da geht es normalerweise geradeaus weiter und unten in die Dunlop-Kehre rein und dann übers Schumacher S wieder hoch, glaube ich, ja. Aber mit Sportwagen fährt man hier echt die Kurzanbindung. Die Engi-Kashikan hier war gerade Chip gefahren. So. 4 von 5 Runden an Nürburgring. Da vorne jetzt hier erste Kurve. Aggressiv reinbremsen, hängt ein bisschen in den Runden. Schöne Kurve übrigens. Schöne Kurve übrigens. So, jetzt passt. Den Teil mag ich ja nicht so, Turn 2 und Turn 3. Aber ab hier gefällt es mir dann wieder. Und hier wird es eben normalerweise gerade runtergehen. Weiter, ja, kann man das lassen wir hier alles aus. So, die Kurzanbindung ist ein bisschen kürzer, weil sonst glaube ich weil sonst die Sportwagen zu lange brauchen würden für eine Runde. So,
Gut. Jetzt wäre die letzte Kurve. Und zurück auf Start. Hier ist eine schöne Kurve, die kann man so schön voll mitnehmen mit so einem DTM-Auto. Deswegen fahren wir jetzt auf die schnellste Rennrunde. Und wir setzen uns gerade richtig von denen ab. Also da war ja Hockenheim nichts dagegen. Ich will es nicht verschreien, aber ich glaube, uns könnte sogar nicht mal eine 5-Sekunden-Strafe was kommen. Wirklich. Und das können wir am Ende des Rennens überprüfen. Wenn ich jetzt nicht total schlecht war. Ich habe das Gefühl, die holen in meiner letzten Runde übelst auf. Okay, ich fahre so schlecht. Ein sehr unnötiger Fehler, gerade eben. Einfach zu aggressiv reingegangen in die Kurve. Aber jetzt sieht das sehr gut für uns aus. Und ich glaube, damit könnten wir sogar uns so weit wegpunkten, dass, sofern Ekström auf 2 kommt, das habe ich jetzt gerade gar nicht geguckt und hier die Schikane ein bisschen verpennt. So weit absetzen, dass wir in der Lausitz wieder mal rechnen können. Er ist nur Vierter und wir kommen hier ganz knapp wieder mal an der Boxenanlage vorbei. Der Sieg. Richtig stark. Er freut mich. Ja, genau. Eine 5-Sekunden-Strafe hätte uns nichts angetan. Wir vor Ekström, Schneider und Perfit und Margaritis. Und danach Magnisch. Hier. Wie sieht's aus? Also, das Ziel ist jetzt weiter oder besser. Ich könnte jetzt auch sagen, ich lasse das Rennen aus. Aber wenn Schneider gewinnt, werden wir Punkte gleich. Und dann weiß ich nicht, ob ich als Zweiter oder als Dritter werde. Deswegen, das Risiko gehen wir nicht ein. Aber ich wäre so oder so gefahren, weil ich natürlich gegen Perfit gewinnen will. Wieder hier neben dem Teamkollegen Euro Speedway Lausitz. Das einzige Euro Speedway in Europa. Ist ja sozusagen oval, ist ein Trio-Oval hier. Aber man fährt eigentlich, also ich kenne zumindest keine Rennserie, die das richtige Oval nutzt. Seht ihr auch da hinten die Tribünen, die sind alle fürs Oval. Und eigentlich fahren alle Rennserien, die dort fahren, wie GT Masters oder DTM, fahren natürlich nur einen Roadcourse. Hier wieder Oval, ein kurzes Stück wie in Daytona eigentlich, ist genau das gleiche. Und dann biegt man hier wieder ab auf den Roadcourse und versucht dann natürlich auch noch jemanden zu überholen. Platz 6 wäre schon mal richtig stark. Wäre gut. Aber das Ziel setze ich mir jetzt mal Top 5 oder Podium, wie sich es entwickelt. Okay, Podium. Ekström direkt vor uns, der in dieser Meisterschaft nicht gerade brilliert hat. Davor sein Audi-Kollege Christian Abt. Davor ein Mercedes und davor wieder Audi. Und wenn ich jetzt Abt überhole, dann haben wir alle drei Hersteller unter den Top 3. Das ist übrigens... Woppala fährt der da lang. Das war daran echt übel. Wir haben uns... Okay, der war böse. Der war unnötig, nicht böse, unnötig. Vor allem, weil es mein Motor gelb ist, das ist nicht lustig. So könnte es sogar reichen mit dem Ergebnis. Ich bin noch auf dem Podium. Das würde mir sogar gefallen jetzt hier. Also das wäre... Es wäre ja eine Schande, wenn ich jetzt hier noch Zweiter werden würde eigentlich für Hockenheim. Weil das würde bedeuten, dass ich in jedem Rennen besser aufgestellt war. Also in Hockenheim. Echt der Strecke, wo ich immer gewinne. Okay, wenn ich mir die Strafe eingehandelt habe. Wenn man eigentlich jetzt die Strafe abzieht, habe ich eigentlich die DTM, wenn ich jetzt hier weit vorne ins Ziel komme, ziemlich gut. Also auch mit der Strafe. Dritter, ja. Ist ja auch ein Top-Ergebnis. Aber weil die hier durch die ersten Kurvenkombinationen so langsam fahren, könnte ich vielleicht sogar das tun, was ich machen will, nämlich Perfekt angreifen und vorbeigehen und damit auf Platz 2 fahren und damit besser auf dem Schild sein als in Hockenheim. Und der Sieg ist noch drinnen. Wenn wir jetzt natürlich den Sieg holen würden, ja, das wäre dann natürlich richtig stark. Wäre dann 3 Siege und ein dritter Platz. Und wenn man die Strafe abzieht, jedes Rennen gewonnen. Das ist dann natürlich ein bisschen extrem.
Und die Strafe war vielleicht sogar verdient, weil ich echt immer mehrmals ziemlich weit in die erste Kurve gefahren bin. Also, sonst wäre ich nicht so weit weggekommen von Peffert, der da auf zwei war. Ich muss jetzt ein bisschen anziehen, dass ich den überhaupt noch kriege. Ich muss aber auch sagen, ich habe mit schlechterem Ergebnis gerechnet. Also Zandvoort habe ich nur mit einem Podium gerechnet, aber nicht mit einem Sieg. Nürburgring habe ich schon gedacht, ein Sieg wäre drinnen, aber hier habe ich nicht mit Platz 2 gerechnet. Also normalerweise lose ich da mehr. Das war natürlich total die unfaire Linie, deswegen habe ich das Schild umgefahren. Aber es bringt mich nah an ihn ran. Wer auch immer es ist. Christensen steht hinten drauf. Jetzt bin ich mitten ins Eck gefahren, um zu lesen, wer es ist. Weil ich ihn jetzt überholen werde. Hoffentlich. Ja. Oh. Perfekt geht auch gleich vorbei, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist nicht gut, weil jetzt muss ich mich gegen Perfekt verteidigen. Und wenn er rankommen sollte. Und das wird er gewesen. Wie gesagt, nicht so meine Strecke. War es früher mal, aber... Ja, keine Ahnung. Ich mag das hier nicht, wenn man hier so rauskommt, weil wenn man da hüpft, hüpft man so oft. Und das ist einfach irgendwie ein bisschen komisch. Und hier, wie gesagt, dieses Oval hat man jetzt auch gerade erkannt. Da sind wir jetzt die letzte Kurve so ein bisschen vom Oval gefahren. Und hier darf man natürlich eigentlich nicht lang fahren, aber mal... In Wirklichkeit ist da auch außen keine Wand, also von daher. Ich will einfach nicht das Risiko gehen, dass ich da in die Wand fahre. Hier wieder aufs Oval raus. Letzte Runde nebenbei. Wieder vom Oval runter. Da hinten sehen wir die große den großen Startzielkomplex, wo ich jetzt gerne hinwollen würde. Das Ganze ist eigentlich wie eine riesige Arena und Oval halt. Also es ist halt extrem groß, dieses Trioval. Und dadurch ist es wie eine immense Arena. Was mich nur wundert, dass die Kurven eigentlich in Wirklichkeit Steilkurven sind. Das sind sie hier nicht wirklich, wenn wir uns das jetzt anschauen. Wir fahren jetzt auf die letzte Ovalkurve raus, ja? So, und das ist eigentlich Kurvenscheitelpunkt hier vom Oval. Und hier müsste eigentlich eine Steilkurve hier sein. Die müsste richtig drin hängen. Tut sie aber nicht. Finde ich komisch und schade. Aber dafür hängt uns jetzt Perfekt nochmal dran. Aber der kann uns das nicht mehr nehmen. Richtig stark, richtig stark. Freut mich. Mich gerade richtig, weil ich ja dann war die ersten drei doch innerhalb einer Sekunde. Perfekt, Christensen, dann kam noch Häkkinen, Abt, ja, Extrem nur auf 7. Extrem ist eigentlich auf Platz 3 in der Fahrerwertung. Ja, jetzt sind wir doch ein bisschen weggekommen um 7 Punkte von Perfekt. Stark gelaufen. Also ich guck mal, wo unser Teamkollege ist. Stern Team OPC Stern. Da, Frenzen, 0 Punkte. Heinz-Harald Frenzen. Ex-Formel 1-Fahrer. Wir haben die DTM geschafft. Fand ich, war jetzt lustig so ein bisschen. Sieht auch geil aus, wenn man 2 geschafft hat. So lustig, so ein bisschen Abwechslung zwischen den beiden Tuning Cups. Nächstes Mal steht dann dieser Tuning Cup hier an. Olden Park Spa-Francorchamps Shanghai. Und zwar mit diesem Coing GT. Mal schauen. Wahrscheinlich ist wirklich dieser... andere Coing der beste und sie machen es einfach so. Du kannst ja dreimal Tuning Cup fahren. Wahrscheinlich fährst du als erstes das beste Auto und je höher die Stufe wird, also das kommt ja dreimal, je schlechter wird das Auto. Weil hier war ja auch Tuning Cup und hier fährt man dann wahrscheinlich genau mit dem da. Der ist der beste wahrscheinlich. Dann fährst du hier mit dem zweitbesten und hier mit dem schlechtesten, weil es dann immer schwerer wird. Hier kommt dann die Formel 1 und da kommt auch noch irgendwas zum Thema Formel 1, aber das ist, glaube ich, das ist so der Abschluss. Ja. Das wird aber lang, das weiß ich. Also wirklich lang. Das ist halt wirklich Formel 1. Ich glaube, das sind dann 10 Rennen, a 10 Runden. Oder so. Also da kann man dann echt nur ein Rennen pro Folge fahren. Das wird dann noch ein bisschen gehen, DTM. Also so schnell ist es dann doch nicht vorbei. Außer natürlich, wir vermasseln es in jedem Rennen, aber das ist ja nicht das Ziel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass alle dabei waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet es auch mal okay, dass wir jetzt nicht immer uns nur nach oben gekämpft haben, wie hier. Immer nur versucht haben, praktisch
immer in die nächste Stufe zu kommen, sondern auch mal ein bisschen, ja, ein bisschen was zu fahren, was vielleicht, worauf ich halt gerade Bock habe oder was ein bisschen, ja, Abwechslung in die Sache reinbringen würde. Es ist natürlich doof gelaufen, dass wir zweimal Tuning Cup jetzt hier hintereinander haben, aber ist ja auch lustig. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge bei anderen Projekten wieder. Auf jeden Fall nächste Folge sehen wir uns beim Tuning Cup wieder. Hoffentlich. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.